Freunde, ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe natürlich auch, dass ihr heute schon mindestens einen guten Kaffee getrunken habt, von mir aus auch Tee. Darum geht es heute auch in diesem Video. Ich habe hier von Primus die Tea and Coffee Press, nutze ich aktuell mit meinem Primus Light Plus Systemkocher. Man kann das Ding aber auch noch anders einsetzen und das zeige ich euch jetzt auch im Video. Ja, sehr spannend für die Leute, die nicht so viel Geld für eine French Press ausgeben wollen oder für eine Teepresse. Und ja, ich denke, das könnte interessant werden. Schaut es euch jetzt an. Viel Spaß dabei und bis gleich. Die Kaffee- und Teepresse für den Light Plus von Primus kommt in drei Einzelteilen und sie lässt sich einfach zusammensetzen bzw. zusammenschrauben. Mit einem Gewicht von nur 40 Gramm ist sie einfach in der Beintasche verstaut oder wie bei mir im Systemkocher. Der Deckel ist dabei allerdings so designt, dass er sich unten am Kochtopf des Light Plus fixieren lässt. Wie ihr seht, also ein sehr kompaktes Koch- und Kaffee-Setup. Oben am Deckel gibt es außerdem noch einen Auslass und eine Öse. Mit einem Durchmesser von 90 mm kann die Presse auch mit größeren Bechern genutzt werden, wie hier zum Beispiel mit meinem Olicam-Becher. Dazu aber jetzt noch etwas im Fazit. So Freunde, das war die Coffee und Tea Press von Primus, also der Einsatz zumindest. Und ja, ich finde das Ding ziemlich gut, kostet nicht viel Geld und wenn ihr euren Systemkocher ein bisschen upgraden wollt, ist das, denke ich, eine gute Auswahl. Und auch wenn ihr einen Olicam-Becher habt oder den großen von Tatonka, damit soll es sogar noch besser funktionieren, dann könnt ihr damit aus eurem Becher eine coole Tee- oder Kaffeepresse machen. Das finde ich einfach sehr praktisch. Deswegen wollte ich das euch auch zeigen. Qualität von Primus kennt ihr ja. Super Qualität. Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall. Und das Ganze ist sehr praktisch. Das war's schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.